Ich grüße dich, Semanus. Ich bin der Gott des Raumes. Mein Name ist Romulus. Ich kontrolliere den Raum. Und das, was du da gesehen hast, sollte eigentlich nicht passieren. Und wie es dazu kam, will ich dir jetzt erzählen. Was? Na, bist du auch wach geworden? Ich wollte dir etwas erzählen, aber dann bist du einfach ohnmächtig geworden. Was? Was zur Hölle? Ich werde dir es erzählen, aber nicht hier. Wir gehen am besten zu deiner Behausung. Okay. Warum jetzt hier? Vor 2 Jahren musste der Wächter des Gleichgewichts gespalten werden, weil das Gleichgewicht von hell und dunkel, von schwarz und weiß zu kippen drohte. Okay. Wir spalteten ihn durch einen Zauber, der große Folgen mit sich trug. Okay. Die Nachwirkungen hast du ja mitbekommen. Dass Risse aus verschiedenen Dimensionen sich um einen einzigen Raum bekämpfen. Ach, das war das, was wir da hinten irgendwie gesehen haben. Es kann passieren, dass Risse aus anderen Welten Monster und andere Personen hierher holen. Okay. Allerdings weiß ich noch nicht, wie ich das aufhalten kann. Ja, dann würde ich mal sagen, du solltest mal... Ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber ich würde mal sagen, du solltest dich mal langsam ranhalten. Ich muss erst mal mehr darüber studieren und kann dir erst in den nächsten Tagen mehr darüber erklären. Vertreib dir so lange die Zeit, aber ich warne dich vor, es könnten aber immer noch wieder diese Risse erscheinen. Okay. Bis dann, auf Wiedersehen. Okay. Was? Was war das? War es schon wieder so ein Riss? Ich sehe aber nicht. Hallo? Hilfe! Hallo? Wo? Was geht hier ab? Wo bin ich? Senni? Semanus, wo bist du? Wo bin ich? Ich verstehe hier gar nichts. Warte kurz, ich hol dich ab. Ist die Mauer. Ja, die Mauer ist immer noch auf einer Seite. Was geht hier auf? Wo bist du? Da bist du. Hi. Hier? Hi. Sag mal, was geht hier ab? Wo bin ich? Du bist in Minecraft Ragnarök. Aber wie, habe ich keine Ahnung. Ich sehe keinen Riss. Ich bin einfach aus dem Himmel gefallen, mehr kann ich dir auch nicht sagen. Du hast keinen Riss gesehen? Oder bin ich einfach nur blind? Vielleicht bin ich auch einfach eingeschlafen beim Fallen, wer weiß. Ja, wer weiß, ne? Hä, aber was geht hier ab? Ich hab keine Ahnung. Okay, und wo sind wir jetzt? Hier? Das ist mein Schloss, das habe ich mir sozusagen ergaunert. Ich find's funny. Ab! Das merke ich mir. Was? Jetzt fängt er auch noch an! Jetzt fängt er wirklich schon an, mich hier herzuschicken. Glaubst du? Ja, warum nicht? Ich muss unbedingt einen Weg finden, wie ich hier wieder rauskomme, sonst bin ich ewige Sklavin hier. Hey, das stimmt doch gar nicht! Ich bin doch lieber! Ja. Ja, du hast keine Gegenargumente mir gezeigt. Gegeben. Nee, ich weiß genug. Ich weiß genug. Was soll das heißen? Keine Ahnung, war einfach so. Einfach nur so gesagt, ja, alles klar. Einfach, ja, genau. Mhm, ich glaub dir alle, ich glaub dir das aufs Wort. Das ist schön. Ich glaube.
Ne, ich glaube lieber nichts. Aber ich spreche Fleisch. Schönes Schweinefleisch. Schreinefleisch. Ah, Birkenholz, das kannst du gerne für ein Gefängnis verwenden, ne? Werden denn mit dem Anblick von diesem Holz geknechtet. Regel Nummer 1, kein Haus darf mit Birkenholz gemacht werden in diesem Land. In meinem Königreich. Das ist aber schade. Nö, ich find's so hässlich, Alter. Das ist so ein ekelhaft helles Holz. Wenn man es verarbeitet. Ich weiß, das hat man im Dream Team auch fast gar nicht gemerkt oder so. Ich bin ja auch nur ausgeflippt, ne? Ich höre Feinde. So wie dich. Ja, same. Ah! Nein, ich meine dieses Mal dich nicht, ne? Das ist aber lieb von dir. Soll ich mich jetzt geehrt fühlen? Ja. Das ist traurig, wenn ich mich jetzt geehrt fühle. Oha. Bauen wir hier lieber Birkenholz ab. Ich kann das nicht anfassen. Oh Gott. Für die Drecksarbeit bin ich dann gut. Ja. Na, ganz toll. Ja, wenn du es schon so fragst, dann kann ich ja nur mit dir antworten. Ach, du hast gar keine andere Wahl mehr dann, ne? Ja. Wenn du schon so anbietest. Ich verstehe. Also einfach nur erstmal hier die ganze. erstmal hier die ganze Fläche einfach nur frei bauen, ja? Ja. Okay. Erstmal nur freischalten, ne? Wir sind in freischalten! Wir sind so im Online-Game, ne? Da kann man sowas schon nennen, so freischalten. Ich schalte mir ein paar Skill frei. Genau, Holz abbauen. Kannst du hochskillen. Ey, kennst du die Videos, wo manche Leute denken, also so sagen, wenn Minecraft von EA gemacht wäre? So. Ich kann kein Deutsch heute mehr. Also kennst du das? Kennst du die Videos von TikTok oder so? Ja. Wo die dann für jeden Scheiß bezahlen müssen, entweder fürs Placen oder fürs Abbauen? Ja. Ey, das ist aber wirklich true. EA ist so ein geldgeiles Scheißunternehmen. Ja, das stimmt. So, Birkenholz, damit der König noch in Ewigkeit lebt. Wetten, schmeißt du mir als Geschenk irgendwie vor die Flinte oder vor die Füße? Da kannst du aber sowas von drauf. Alter, ich schmelze dann hin wie ein Vampir, ich sag's dir. Oh mein Gott! Also ich schmelze wie ein Vampir, der Knoblauch einfach fassen muss, wie so ein dahin, ne? Ist doch so. Soll mir das jetzt leid tun? Ja. Nö. Lass mich raten, das tut es aber nicht. Kein Stück! Danke. Immer gerne. Merke ich. Ding, 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 ding. Was, da hab ich irgendwas verpasst? alles Gute zum Knechttag. Alles Gute, viel Glück. Dankeschön. Ich fühle mich geehrt. Knechttag. Es war noch nie einer so herzlich zu mir. Und dann ist es auch noch der König, ne? Ja. Boah, geilo! Ne? Ich bin schon immer König gewesen. Ja, vielleicht eines Erbsenfeldes. Ich bring dich um. Es kann's doch nicht sein! Wie kann man mich nur so sehr hassen? Ich hab ein Geschenk für dich! Weg mit dem Birkensetzling! Das ist ein Eichensetzling, entspann dich mal! Leg hin!
Ich hab... Apfel? Ja, die sollst du selbst behalten, weil du isst ja kein Fleisch. Ich hab nur Fleisch. Setzling? Noch mehr Setzling. Noch ein Setzling. Noch ein Setzling. Dankeschön. Ich wusste es! Sie will mich umbringen! Tötet die Hexe! Ey! Ich werde einfach die Erste, die bei dir verbrannt wird. Ey! Ey, die Skelette hören doch noch auf dich! LOL! Ja! Was? Du Kleine. Scheiße. Ich dürfte eigentlich auch reichen an Holz, ne? Okay. Also, was haben wir denn? Dein Kneff, dein Todestag, dein... Wo ist der Kack? Aber... Weg mit dem Schmutz! Scheiße, ich hab keinen Platz mehr. Wow. Oh, wow. Ja, aber ja. Vorher will ich mal schon mal sagen, wenn euch schon mal diese lustige Folge mit Sandy gefallen hat, dann lasst mal einen fetten Daumen hoch, da seid ihr meines Kanals. Schaut bei Sandy auf jeden Fall vorbei, weil, ja, warum nicht? Ja. Und ja, haut da rein und ciao, Leute!